Hallo und herzlich willkommen zu ARK mit Sissi und Franz. So, der Stock da unten ist fertig und ich hatte ja die Überlegung, hey, jetzt haben wir ja so ein großes Haus, da können wir doch garantiert ganz leicht den Drachen drauf parken. Ja, denkst du. So. Ey, also vorher bist du wenigstens drauf gelandet. Ja, das Problem an der Geschichte ist, wenn ich die zwei Drachen da drauf park, dann ist das Dach voll. Dann brauche ich was anderes für meine Vögel. Oder ich brauche weiterhin einen Drachenkäfig. Auch da auf die Küche kann ich ihn nicht draufstellen, weil da fehlt mir das halbe Dach. Also, egal was ich tue, nö, Drachenlandestation wird das hier nicht. Mal schauen. Da muss mir doch noch was anderes einfallen. Das Geschoss hier unten habe ich jetzt einmal fertig gemacht. Also hier haben wir ja die Küche. Hier haben wir den Crafting-Bereich. Hier haben wir Balkon 1. Balkon 2, die müssen wir noch fertig machen, aber nicht jetzt. Da haben wir ja, da wollten wir ja auch noch was machen. Moment, dann bauen wir es gleich mal da auf. Wir wollten ja hier noch trennen, Schlafzimmer und Wohnbereich. Da habe ich mir jetzt überlegt, wir haben doch hier dieses Eck. Man könnte, Moment. Villager. Ich brauche so eine Schräge, die hier. Dann brauche ich auf jeden Fall auch ein Tor, also eine Türe. Und dann brauche ich natürlich auch... Machen wir da Glasfenster rein? Könnten wir mal probieren. Moment. Also eine Schräge. Eine Schräge. Ich habe den voll toll hingesetzt. Pickup. Dann würde ich hier die Türe reinmachen. Moment. Machen wir doch lieber hier die Türe. Und hier. Und hier würde ich so machen. Und jetzt haben wir keine normalen Wände. Oh Mann. Einmal mit Profis. Ja. Dann hätten wir hier quasi das Schlafzimmer. Und hier den Wohnbereich. Wäre okay. Old Plaster. Frame 2. So. Da auch noch. Da habe ich vergessen, Frame 2. Da auch. Habe ich es noch wo vergessen? Ja, da drüben. Oh Mann. Ach. War das das da? Ja. So. Wäre dann die nächste Frage. Hier bräuchte man natürlich auch Villager-Wände. So, Villager. Und zwar bräuchten wir das hier. Wir bräuchten noch einmal das hier. Die geben wir mal hier. Okay. Also, wir wollten hier eine Mauer machen. Dann könnten wir hier.
Da oben so ein Dreieckerl drauf. Ja, das ist jetzt die Frage. Da kommen zwei Dreiecke hin. Waren das jetzt Villager-Dreiecke oder? Gute Frage. Und da sind eigentlich die Keep-Teile. Dann müsste ich aber hier auch die Keep-Teile nehmen. Dann bauen wir hier die Keep. Und da oben Villager-Dreiecke. Keep. Und zwar diese hier. Da ja. Puh, da eigentlich auch. Ja. Wood 2? Nein. Wood 4, oder? Ich meine, es ist egal, ob man es durchsieht oder nicht. Wäre schön, wenn es ähnliche gäbe. So. Frame 2. Old Blast. 2. Old Blast. Frame 2. Fertig. Dann hätten wir hier dieses Schlafzimmer. Da hätten wir alles. Damit könnte man hier Schlafzimmer quasi schon wieder einrichten. Dann fehlt mir hier noch. Tja, was fehlt mir jetzt da? Da fehlen mir eigentlich die Dreieckerl. Aber ich glaube, da drüben habe ich Keep genommen, oder? Ja, das sind Keep-Teile. Also brauchen wir auch hier Keep-Dreiecke. Und eine Keep-Leiter. Keep. Wobei. Okay. Da fehlen nur Dreiecke. Also Keep. Und dann brauchen wir das hier und das hier und das hier. Würde ich sagen. Mal da und dann schauen wir mal. 4.
4. Das war natürlich das Falsche. 5. Das war auch das Falsche. 4. So. So und so. Damit hätten wir das Eck hier zu. Mhm. Dann drop und drop und einmal das hier. Mhm. Vier. Und da geht das hier nicht mehr so gut. Passt. Okay. Damit hätten wir das hier. So und so. Holz, 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 Holz. So. Holz. Holz fertig. Sehr gut, damit hätten wir auch das Schlafzimmer fertig. Mhm. Finde ich gut. Pickup. Gehen wir mal eines höher. Das soll das Lager werden. Das ist jetzt die Frage. 3 und 3 versteht sich von selber. Und jetzt haben wir überall diese andere Außentüre. Wird wahrscheinlich blöd ausschauen, wenn wir da jetzt was anderes nehmen. Ne, Wood 4. Wooden 4 haben wir gesagt, so. Genau. Mhm. Da brauchen wir zwei Ceilings. Und sonst haben wir es eigentlich. Das da ist Wooden. Das ist Wooden 4. Wooden 4. Oh. Also nur noch ein paar Ceilings. Das sind die Keep. So. Pick up. Nummer 6 und Nummer 6. Wooden. Na komm. Und Wooden. Also hätten wir auch das Lager hier fertig. Mit einem Abgang hier rein. Das ist noch nicht Chestnut. Moment. So, jetzt haben die Käfer hier viel mehr Platz irgendwie. Man sieht es nicht mehr durch. Passt. So. Jetzt haben wir im Prinzip Keller, Erdgeschoss fertig. Jetzt ist die Frage, wo geht man hoch im ersten Stock? Die Küche haben wir hier. Leitern. Nee, die hier. Wir könnten es so machen. Wooden? Wooden? Fertig. Schon hätten wir hier einen Aufgang nach oben. Da hinten hätten wir noch einen schönen Bereich. Wir könnten uns überlegen, ob wir Dreieck benutzen, aber ich glaube nein. Und dann wären wir hier oben.
Das wird jetzt eine Herausforderung. Nein, ich baue das nicht einfach oben drauf irgendwie. So. Hier vorne haben wir einen Balkon. Das heißt, da kann man, könnte man hochfahren. Oder Moment mal, gibt's. Ich muss mir mal kurz anschauen, was da für Teile gibt. Hier oben wollte ich in Kiep-Sachen bauen. So. Ach Mann, nicht da. Und zwar Railing Rounded. Okay, die gibt es auch. Die muss man dann unten ausprobieren. Triple Diagonal. Triple. Sagen wir mal, wie das ausschaut. Gibt es das auch in Wooden? Aha. Na ja. Fällt mir nicht. Keep. Geht Behemoth. Keep all prison. Moment, ich habe eine Idee. Muss mal was ausprobieren. Es tut mir fast leid. Ich glaube, ich brauche noch mehr von denen. Wo waren die jetzt? Wie heißen die? Das können wir mal droppen, die brauchen wir nicht mehr. Keep Wall Prison. Keep Wall Prison. Ich muss mal kurz zwei Stöcke nach unten. Es tut mir jetzt fast leid. Pick up. Ah, das geht nicht. Mist. Das muss bleiben. Aber hier. Könnte ich das machen? Passt zwar jetzt nicht wirklich rein. Aha. Mehr können wir da gar nicht verwenden, das ist ja schade. Wir könnten uns aber einen Spaß machen. Und das zumindest hier verwenden. Sechs. Ja, gefällt mir.
Schon kann man die Mistkäfern da unten zuschauen. Ja, doch, gefällt mir. Das ist okay so. Habt ihr den Baufehl auch gesehen? Ich auch. So, da auch. Ich habe mir gedacht, ich habe die umgestellt gehabt. Ah, offensichtlich habe ich die vergessen, so. Das passt. Kann man die Mistkäfer und dem Knast hocken zuschauen? Sag einmal, das wird ein Labyrinth, glaube ich. Ich bräuchte eine Treppe, die durchgehend irgendwo hingeht. Oh Mann. Könnte man natürlich für die Vögel auch machen. Also so abteilsmäßig. Wir können ja... Moment, ich krieg da gerade ganz doofe Ideen. Beziehungsweise... Könnten wir... Wir könnten da echt einiges machen. Was kann man an Flugviechern haben? Also Pteranodon, Greifen, Argentavis und Drachen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, ich hole mir noch einen Pteranodon, dann könnte man den da hinten in die Ecke verfrachten. Die Greifen könnte man da hin tun und daher der Argentavis. Das heißt, wir könnten das anders lösen. Wir könnten drei Vogelhäuschen bauen. Und dann bräuchte man damit aber irgendwo Platz zum Landen. Moment. Also. Komm her mal, du Greif. Eins. Also mal angenommen, ich habe noch einen zweiten, dann wäre das hier das Dach bis ungefähr hierhin. Wow. Und könnte mal so sagen, diese Hälfte hier ist für Greifen. Dann würden wir zwei, vielleicht sogar drei da reinkriegen. Okay. Dazu könnte man natürlich sagen, die kriegen da vorne so ein hübsches Gittermuster. So in die Richtung. Wäre ein bisschen hoch, aber ich denke, das wäre okay. Dann lasst man ihnen, weiß ich nicht, zwei oder was zum Durchgehen. Achso, Moment, halt, halt, halt. Ja. Nein. Dann wäre das quasi so, so. Und. Moin. Das würde frei bleiben. Oder wir machen es gleich anders und sagen, hier ist die Landebahn. Nee, umgekehrt. Da drüben ist die Landebahn und da wird eingeparkt.
Geht natürlich auch. Weil hier haben wir die Treppe nach oben. Was ich auf jeden Fall nicht möchte, ist einfach so wie vorher, dass oben drauf und gut ist. Oder ich sage da vorne, ein schmälerer Streifen ist zum Landen und hinten sind die Vogelkäfige. Das könnte man schon machen. Was weiß ich, dass man sagen, dieses Eck hier ist für die Greifen, dieses Eck da drüben ist für die Agis. Und die Frage ist nur, wo machen wir dann hier Ende? Wenn man landen, wäre halt ideal hier vorne. So. Dass wir dann sagen, quasi diese Linie hier. Stell ich mal da nach hinten. Wenn du hier stehst, dann bräuchtest du theoretisch ziemlich viel Platz. So. Hier drüben gibt es doch ein Stück, was so reingeht. Genau hier. Wenn wir sagen, hier ist die Frage, ob das reicht. Eins, zwei. Da könnte man so ein Eck machen. Und könnte man da hinten vielleicht noch ein Terrano dann oder so parken. Oder wir sagen wirklich hier Schluss. Glaube, das passt mal fast besser. Und wir könnten auf dem Dach noch Verteidigungsanlagen aufbauen. Dann hätten wir auch nicht mehr das Problem mit dem Einflugstor. Allerdings ist dann daher immer offen. Moment mal. Nur mal theoretisch gesprochen, wir würden das jetzt so machen, ja? Und sagen dann, wir machen das in dieser Optik. Dann, was kommt dann raus? Das hier. Und das hier. Dann hätten wir da oben so große Vogelkäfige. Das überlege ich mir bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin weiß ich vielleicht, was ich hier vorhab. Oder auch nicht. Sehen wir dann. Aber ja, doch, warum nicht? Aber dann bräuchte man große Gittertore, finde ich. Seite, ich muss ja nur greifen, Agendabis und Pterano dann durchkriegen. Für die Drachen brauche ich ja nichts. Naja, gut, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.